Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ihr seht, das ist Knight Rider, ja? Wir sind auf dem NES und natürlich kann ich so einen Weltklasse-Titel nicht alleine machen. An meiner Seite der großartige Alpha Schief. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich dachte mir, warum machen wir Knight Rider? Richtig? Ein Mann, ein Auto und ein Mauerfall. Wer sonst, wenn nicht David Hasselhoff, ne? 25 Jahre Mauerfall und dem wird gar nicht gedankt. Ich finde, das ist ein Skandal. I'm looking for freedom. Ja, ich mag schon. Ja, mit Freedom hast es. Ha, Witz. Witzalarm. Erzähl doch mal ein bisschen was hier zu deiner großartigen Knight Rider-Geschichte. In der Zeit starte ich mal dieses Game. Ihr werdet sehen, ihr werdet nicht viel davon sehen. Es ist ein hervorragender Lizenztitel. Das ist Devin übrigens. Meine Karriere mit, oder mein Wissen über Knight Rider, ja, was soll ich jetzt sagen? Knight Rider. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Was willst du mehr? Ein Auto, das sprechen kann, ne? Mehr braucht der Mann nicht. Ich lasse das mal einfach so. Ihr könnt ja einfach mal, weil wir haben ja so ein Herz für meine Zuschauer, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ein Mann alles braucht und es mir schenken. Es ist ja bald Weihnachten. Also schon mal nicht meine Katze, die macht hier gerade wieder Unfug, während ich Knight Rider gucken will. Mein Freund, lass mich in Ruhe. Du kannst eine neue Katze kriegen, denn ihr könnt auf dem Amazon-Link natürlich auch dem Alpha-Schief eine neue Katze schenken. Es ist ja bald Weihnachten. Oder auf den Spende-Button einfach drücken. Genau, auf dem großen, das werde ich übrigens auch noch machen. Ich werde allein ein Video machen, wo du nur einen riesen Button über das Video hast. Mal gucken, ob es dann irgendeiner versteht, dass es Satire ist. Kurze Geschichte zu dieser Serie. Das ist jetzt hier die erste Folge von, ich nenne es mal einfach License to Kill, das ist Bonnie. Guten Tag. Die wurde auch, glaube ich, mal ausgewechselt. Eine rothaarige, glaube ich, kurzzeitig. Ne? Ja, warte. Hieß sie auch April? Ich glaube, so heißen alle Rothaarigen. Ich glaube, da sind irgendwie so ein Klischee. Die hieß April oder sowas? Ja, die, also laut Story ist, glaube ich, Bonnie ganz woanders gewesen. Also. Genau, ich, versetzt. Und das ist das Innenleben von Kit, ja? Aber schon die bessere Variante. Ja, ja, klar. Ich habe auch schon Turbo Boost. Geil, ne? Ja. Und bin mit Waffen bewaffnet. Okay. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ihr wahrscheinlich mehr seht als diese Driving-Passage, ich sag mal so, eher nicht, ne? Wie? Was ist mit K? Was mit Goliath? Das mag sein, dass es das alles hier gibt. Hier gibt es ja so eine riesengroße USA-Karte. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ansatzweise irgendwas erreichen können. Und keine coole Aktionsfahrt in den Semi? Nö. Ja, ein bisschen lame. Und ich hielt schon die PlayStation-Variante schon ein bisschen. Ja. Du bist ja auch hier so ein PlayStation-Heini. Also hör mal, wir sind hier noch auf der guten alten Nintendo-Welt. PlayStation-Heini, sagt er. Nein, Quatsch. Also, kommen wir mal jetzt mal wirklich Fakt zu der Serie. Also, die Serie hat richtig mein Leben geprägt. Denn es gab nichts Geileres als ein quatschendes Auto zu der Zeit. Und ich hab die Serie, glaube ich, aufgesogen. Also allein schon, ich habe das schon mal erwähnt, mein Lieblingsauto in dieser Serie ist und bleibt Car. Was total überraschend ist. Ja, ja, gut. Manche sagen, Alter, die Serie heißt Knight Rider mit Kit und nicht mit K. Ja, aber keine Ahnung, warum ich immer eigentlich die Antagonisten so geil finde. Ich hätte mir aber auch eine Ablegerserie mit K sicherlich angeguckt. Ja, gut, aber laut der Story. Oh, gut, dann wäre die aber kurz, weil K ist ja von der. Also, K ist ja von der Programmierung ein bisschen doof gelaufen. Ja, das haben sie ja dann in dieser neuen Serie dann versucht ja nochmal zu verarbeiten. Wo er dann eher der Transformers-Verschnitt wurde. Ja, weil laut der Urserie ist ja so bei K, ich übersetze das ja jetzt mal auf Deutsch, bedeutet ja Knights automatischer reagierender Roboter. Ja, also in Schild der Serie. Das Schild ist übrigens gerade kaputt. Das Schild ist kaputt. Und dann wird, das wissen vielleicht gar nicht, viele Leute, dann wird Kit von innen rosa. Ja, das ist oft passiert, ja. Jedenfalls, Das ist übrigens, man nennt es auch, Achtung, wir hauen jetzt jeden Klischee-Gag raus, das nennt man auch den Telekom-Modus. Haha, war klar. Haha. Ja.
Wo ist eigentlich Robert T. Online? Den müssen wir auch nochmal reaktivieren. Kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee. Ah. Muss ich jetzt passen. Robert T. Online, die Telekom-Version von Max Headroom. Kennst du nur noch Max Headroom? Jetzt hau ich mal richtig raus. 80er Jahre Knowledge. Nee, das. Also, ich hab einiges bekommen, aber das nicht. Müssen wir nachholen. Müssen wir nachholen. Gerne. Gut, so Airwolf, Street Hawk und so, das kriegst du noch ja, hin, ne? Airwolf, immer. Ne? Allein die Titelmusik war ja schon epic. Für mich. Ja, die stimmt, die war besser als. Was du übrigens hier so Rauschen hörst, falls du es so wahrnimmst, das soll dann halt das Sprachsample sein auf dem NES. Habe ich mir gedacht, das hört sich nämlich an, als würde irgendeiner auf ein Blatt Papier schreiben. Vielleicht war das auch so, das ist die alte Version. Jedenfalls. Da war das noch sagen. Ohne Digitalanzeigen, weil das ist ja hier das Auto vor Apple. Ach so. Ja gut, obwohl, nee, da gab es ja schon den Apple 1. Und den Apple 2, glaube ich, auch. Ja, aber da muss man wenigstens nicht mit den iTunes sich verbinden. Ja, so, siehst du, das hat damals Jobs gefehlt und kaum haben sie iTunes erfunden, zack, Erfolg. Richtig. Nee, aber wegen der Serie, ich meine, du hast die Serie, hast du die eigentlich, du hast die als Zeitzeuge richtig mitgekriegt. Ja, ja, das war übrigens die Phase, das muss ich dazu sagen, das war noch die Phase, wo RTL richtig gut war. Das wird heute keiner nachvollziehen können, aber da war RTL der Sender und so mit großen Buchstaben. Da war es auch nicht mein RTL, ja, sondern war es, wie ich immer gerne links, sage, ne? Da war es auch noch RTL Plus. Das Plus ist ja jetzt weg. Ja, da musst du mich immer auf die Sprünge helfen. Es gab RTL und es gab später RTL Plus und RTL Plus kam also weg. Nee, also die starteten als RTL Plus. Ach, die starteten als RTL Plus. Ich bin schon übrigens wieder tot, also wundert euch nicht. Das ist hier. Deswegen, wir werden von diesem Spiel nicht viel sehen, aber wir können ganz interessant reden. Für den größten Mann, der uns die Mauer eingesungen hat. David, ich habe ein größeres Herz für dich als dieser eine mit den Beauty-Tipps. Ja, du Fanboy-Typ, ey. Nee, also ich habe damals, als er dieses Video gemacht hat, ich habe damals auch hier beim Teller den Hund nachgemacht. Nur für uns, David. Du bist einfach epic. Nee, aber ich muss dich schon wieder unterbrechen. Irgend so eine scheiß Fanseite, wo ich gerade mal zufällig rumgegoogelt habe, hatte irgendwie gesagt, ganz großes Mysterium. Ne? Ihr wisst ja, Kid konnte ja allein Auto fahren. Dass dann irgendwie unter dem Ding ja irgendwie ein Fahrer war und das soll dann angeblich irgendwann mal eine Ex-Frau von Hasselhoff gewesen sein. Weiß ich nicht, ob mich dieses Mysterium so interessiert. Notfalls sind es halt die Illuminaten gewesen, das ist mir auch egal. Also juckt mich herzlich wenig. Sind wir kaputt. Ja, dann machen wir noch mal ein Game. Weil es macht... Wir machen jetzt hier 15 Minuten voll, ne? Wir wollen ja schließlich den kompletten Werbeetat. Ist ja kein Thema. Aber ganz ehrlich, die Serie, ich habe doch RTL früher ja noch mitgekriegt, noch mit den alten dicken Zeichen. Ne? Du kennst aber noch wirklich dieses komische Logo, was so ein bisschen aussah wie, also bevor es dann weiß wurde, was wirklich komplett in rot, blau, gelb war, ja? Ja, noch ganz düster. Ich glaube, ich habe es bewusst wirklich mitgekriegt, als dieses große dicke Logo dann irgendwann wirklich durchsichtig war. Genau. Das, glaube ich, habe ich eher mitgekriegt. Aber das kenne ich aber auch noch mit den Farben. Auf jeden Fall. Genau, damit ging es los. Und als die Serie dann irgendwann begonnen hat, saß ich wohl als kleiner Bub schon vom Fernsehen, habe das gerne geguckt. Und klar, die Szenen sind mir... Das, was mir als Kind halt immer hängen geblieben ist, als dann wieder die Serie kam, oder die Serie läuft ja immer wieder noch, ist immer diese typische Kampfszene von Kid und Car, wo die bei den Turbos aktiviert haben, gesprungen sind. Und buff. Ne? Da kann ich übrigens auch was sagen. Also Car ist natürlich cool. Also Goliath fand ich immer super langweilig. Oh, Goliath war ja so lame, ne? Ja. Also ich fand ihn echt arschlangweilig. Car wiederum, er hatte zwar nur zwei Folgen, aber... Ja, Goliath hat aber auch nicht viel. Ich glaube, der hatte zweimal eine Doppelfolge, glaube ich, oder so. Ne? Also war auch nicht so viel. Nee, aber der war länger da als der gute Car. Und das fand ich ja schade. Ja gut, da konnte ja der großartige Herr Hasselhoff sein ganzes schauspielisches Können zeigen. Ja, als der gute Garth Knight. Der richtige Sohn von Michael.
Nee, also die Serie hat, ich glaube, die Serie hat ja gut eingeschlagen zu der Zeit, ne? Irgendwann merktest du dann doch, mit der Zeit ist die Luft raus gewesen, weil dann haben sie... Ja, also als sie das Ding dann 30 Mal umgebaut haben und der eine, ich sag's mal fast, der Quoten-Afroamerikaner dazu kam, der so ein bisschen, weiß ich nicht, so den Eddie Murphy-Part übernehmen sollte bei im Team, war es vorbei. Ja, irgendwann fing es ja an. Den Super Pursuit Mode fand ich ja noch cool, aber irgendwann hat so ein bisschen dann, weiß ja, die Luft raus. Dann hatten sie zeitlich irgendwann, ich glaube, lass mich lügen, Mitte der 90er kam auch dann Knight Rider 2000. Mhm. Das war ja eigentlich ursprünglich ein Pilotfilm, wo Devin der Schauspieler, der ist ja leider schon tot, aber als Devin seinen letzten Auftritt hatte, da ist er halt in den Pilotfilmen ja verstorben. Mhm. Und Kit wurde dann, war ja erstmal, was war er nochmal, der war irgend so ein alter Shelby oder sowas? Meinst du schon die rote Karre, oder? Nein, das war ja ein Pontiac. Das kam danach, ne? Ja. Pontiac Banshee. Das war er. Dann Kit wurde ja in diesem Film ja erstmal, wie nennt man das dann? Was nicht so wirklich recycelt, ne? Wurde einfach Pimp My Ride! Ohne Exhibit. Ja, er wurde erstmal zerlegt, da war ein anderer sprechender Auto da. Weißt du, warum der einfach nur zerlegt wurde? Ne, erzähl. Jetzt kommt ganz billiger MTV-Humor. Weil die West Coast Customs nicht da waren. Oh, das ist jetzt lame. Oh. Da kam dann nicht der X2Z und... Das ist lame. Aber was noch lamer ist, weißt du eigentlich die Karre-Bezeichnung für den tollen Pontiac Banshee? Du weißt das aber garantiert, da bin ich mir sicher. Also ich weiß nicht, ob es jetzt offiziell ist, ja, aber halten wir mal einfach da fest. Diese Version dieses roten Autos war ja ein Knight Industry 4000. Jetzt kürzt es mal ab in 4 Buchstaben. Was meinst du, wie er hieß? Knight Industry 4000. Ja. Also auf Deutsch Knight Industry, also dieses Four, dann halt in dem Fall 4000, ne? Hatte die geile Bezeichnung Kift. Mhm. Ist auf Deutsch ein bisschen doof gegangen. Den Namen haben sie gar nicht erst erwähnt. Ja gut, in Holland war es ein Knaller. Wahrscheinlich. Ja, und als dann Kit da reinkam, und erstmal dachte man sich, oh ja, total abgespaceter Cyberwagen. Und dieses Auto gab es wirklich, das ist jetzt kein Scherz. Gab es jetzt nicht nur für den Pilotfilm. Aber David Hasselhoff hatte von Anfang an gesagt, Pilotfilm mache ich mit, danach habe ich keinen Bock mehr. Devin Miles genau dasselbe gesagt, also der Schauspieler. Und deswegen ging das auch nie weiter raus. Also der Film war dann nicht so besonders, sowieso nicht, aber als man dann gehört hat, dass der David nicht Bock hatte, da mitzumachen, ja, da hat es auch keinen Sinn gemacht. Ja, dann brauchen wir auch keine Serie dazu, ne? Ja, dann muss ich ja nicht sagen, typische Knight Rider, Team Knight Rider kam ja raus, die hatten glaube ich auch nur 2 Staffeln. Wir hatten überhaupt 2? 1 oder 2 Staffeln. Mit der Serie bin ich absolut nie warm geworden. Ich habe mir die Serie angeguckt. Natürlich hast du das. Als Fan. Ja, und du bist ja auch ein Power Rangers Veteran. Also das bin ich auf jeden Fall. Also ich habe später gekriegt, dass es eigentlich eine japanische Urfassung ist. Aber ich habe mir mal die Japsen Power Rangers den Beginn in den 70er haben mal angeguckt, wie sich dann halt die Kostüme sich entwickelt haben, ne? Aber bei Knight Rider war das wichtig, war es lustig. Dieses Team Knight Rider war für mich jetzt gesehen eigentlich eine nette Idee, ja? Also von der Story war es eine nette Idee, aber was sie von der Kulisse, ich weiß nicht, wie viel Geld die Verfügung hatten, aber die Karren waren erstmal alle Fords. Da merkst du schon, alles klar, Pontiac hat da nichts mehr zu tun. Waren erstmal alle Fords. Und wer es nicht weiß, Mustang gehört zu Ford, ne? Nur mal so am Rande. Weil das Witzige, die Innenausstattung der Karren, da war kein Geblinke, da war keine Lichter, da war nur, wie willst du es sehen, von Vectrex Bildschirm drinne? Ja, mit einer Karrenanimation von einem super alten den ersten Star Wars Game, glaube ich, war das noch, weißt du, wo du die Kacheln nur hattest, bei schwarzen. Ja, und das war's, und 3 Knöpfe an der Seite, das war das Auto. Ja, und hat's der Serie geschadet? Ja, natürlich. Ja, wir hatten dann, jetzt kommt ein Witz, easy, da kam dieser Crow, ne, deswegen dieser Witz mit dem Wagen, mit dem Lied. Du meinst jetzt aber nicht das singende Pokémon. Nein, ich meine wirklich, es gab's einen Ferrari als Car-Ersatz, einen Ferrari, der hieß Crow,
Der hat schönen Schwung in der Serie gemacht. Das war so richtig schön Badass Motherfucker, wie wir auf YouTube-mäßig sagen, ne? Das war gut, aber der hatte auch einen kurzen Auftritt. Ist klar, also war also kurzzeitig dann der böse Egomane, ja? Aber der war richtig egomanisch drauf. Also die Karre war dann halt anders programmiert. Die hatte nur... die wurde umprogrammiert von diesem Typen. Ja, ursprünglich war ja nach Night Rider, also nach Michael Knight, wieder eine Idee mit einem Auto, mit einem Mannequin. Dieser Mannequin hat aber irgend so ein Vietnamkriegs-Traumata, weiß der Kuckuck, der war früher Soldat. Hat die Karre irgendwie umprogrammiert, weiß der Kuckuck. So. Das war so die Story. Aber es war geil, es war so ein Badass, ne? Badass tot. Was machen wir jetzt mit der Serie? Gut, Michael Knight hat ein Kind. Das wissen wir auch, ist eine Serie. Dann waren die Autos kaputt, dann war alles kaputt. Dann stand man am Grab von Michael Knight. Dann kommt der Michael Knight. Kein David Hasselhoff, aber ja, ich bin Michael Knight. Fertig, die Serie war vorbei. Du wusstest aber nicht, was da abgeht. Genau, das war irgendwie ganz, ganz sinnvoll. Ne? Ende Gelände, Feierabend. Die hatten im Prinzip irgendwie alles weg. Und Ende Gelände, wirklich, wie du sagst, Feierabend. Dann sagst du, was ist mit den Autos? Was ist jetzt mit diesem Flugzeug, der durch die Gegend fliegt? Vor allem, dieses Flugzeug soll Kit gewesen sein, ne? Wo die dauernd waren. Und dann dachte ich mir, woher kommt die Info jetzt wieder her? Ja, das stand auf Wiki. Richtig. Ja, und dann kam die 2008er Michael Knight, wo ich dachte, oh, geil, schöner Mustang. Schöne Idee. Ja, was sie da so ein bisschen reingebracht haben. Mhm. Diesen kleinen Cameo-Auftritt von David Hasselhoff fand ich auch gut. Dann habe ich mir die Serie weiter angeguckt. Aber irgendwie störte mich erstmal so ein bisschen diese Variante. Er konnte sich ja in drei verschiedenen Mustangs verwandeln. Mhm. Das störte mich ein bisschen. Die Legierung fand ich cool. Er hatte so eine Nano-Legierung. Das heißt, du haust eine Macke rein. Die Macke siehst du, aber dann, ich sag mal, à la Metal Gear mit Nanomaschinen, bastelt wieder sich in seine Urform zurück. Also die hatten sowieso ein bisschen so den leichten Hang zu Transformers. Kennst du diese Viper-Serie? Hieß sie nicht Viper auch? Einfach nur? Ja, ja. Weil so, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, also sprich, Knight Rider klaute jetzt bei denen. Also, ja, ich fand immer, Viper war geklaut von Knight Rider. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und dann haben sie ja, als sie dann ihren Zukunftswahn gekriegt haben hier, also wie gesagt, Viper war ja immer im ursprünglich dann düster, dann haben sie es wieder irgendwie normal als Krimiserie aufgezogen, dann haben sie es irgendwie als Science-Fiction, also die haben da ja alles rein experimentiert ohne Ende. Ja, und irgendwie so die Knight Rider 2008er oder wann das war, die kommt mir so ein bisschen vor, oh, die hatten da Ideen, die können wir auch mal klauen. Ja, also Viper war, okay, der Marke Viper hat die Serie ja nicht geschadet, das muss ich ja aber jetzt so sagen. Das war ja ein schöner Boom für die Karre eigentlich. Ja gut, wie wir alle wissen, die wir virtuell schon eine Dodge Viper gefahren haben, das Ding kann nur geradeaus. Mit der beschissesten Kurvenlage seit einem Einkaufswagen. Ja, also ich finde die Viper cool, aber fahren möchte ich sie nicht. Also virtuell war sie immer kacke, das gebe ich dir recht. Also da war ich ja mit einem Renault Clio ja besser dran. Da kriegst du, weil nicht den Einkaufs-Suzuki was Besseres. Aber das Beste ist bei der Viper, die konnte sich aber auch in verschiedene Autos. Ja, ne? Die war die rote und dann die silberne Variante, war das? Genau, so? Irgendwie so. Auch, die hatte dann später auch Cloaking Device, also hier Tarnvorrichtung und. Also genau das gleiche, was dann eben. Knight Rider später hatte. Irgendwie war das so. Ja, und ich fand das witzig bei diesem Knight Rider 2008. Wie gesagt, die Idee war ja nicht schlecht. Die Anfangsmelodie war genau die originale, nur kurz, und dann kam diese neue Mucke, dann habe ich schon das Kotzen gekriegt. Ja, und dann dieses, boah, vor allem, Kit ist in der Ursprungsserie schon gut gestorben. Mhm. Aber dieser Kit, ne? Also, ich muss ja die Karre nicht unverwundbar haben, aber die ist ja so oft abgekackt. Ja. Da habe ich gedacht, Alter. Ja gut, das waren ja auch ganz böse Feinde. Ja, ich weiß, mit EMP und hast nicht gesehen, das kannte ja Kit früher nicht, aber... Ja, aber das Lustige ist, die haben sich ja alle weiterentwickelt, nur die irgendwie nicht. Zum Beispiel, ihr hast ja gesehen, wie sie dann, was sie dann sozusagen aus dem, ich nenn's mal einfach den Car-Transformer gemacht haben. Oh, der Car-Transformer. Oh, als Car auftauchte, freute ich mich. Also Storyline, ne? Ich wäre da hingegangen, ich hätte die alle umgeboxt. Aber kennt ihr die Serie? Dass es nicht der Original Kit ist, damit konnte ich ja leben, ja? Ja, okay. Das war auch nicht der das war dann auch nicht der Original K, wir haben es dann irgendwie so in so einem Zwischensatz geklärt. Ja, und da wäre der Punkt, da hätte ich diesen Original K reingebracht, weil ich meine, die Einzelteile, jetzt gehen wir mal von der Folge zurück, die Einzelteile lagen da an diesem Felsen, Vorsprung, leg mich tot. Und kurz am Ende kam die Einblendung, du hast gesehen, sein Scanner funktionierte noch.
Ey, da hätte ich doch jetzt die Storyline gemacht, pass auf, die Einzelteile hat man geholt, irgendwie zusammengebracht, auch die Einzelteile von K haben wir noch, bauen wir rein und irgendwie ist trotzdem noch, lass mal Computerfehler oder irgendein Fuscher, weiß der Kuckuck, dass K wieder da ist. So, dass man noch denkt, Alter, das ist noch der alte Badass-Motherfucker. Ja, und nicht dieses Transformer, das fand ich ja total billig. Wobei irgendwie, ich hab's, also in der deutschen Fassung hat's glaube ich nicht gepasst, aber ich glaube in der Originalfassung hatte man ihm glaube ich sogar seine K-Synchro gegeben, glaube ich. Echt? Die K-Synchro? Ich glaube, irgend so einen Scheiß haben sie hingekriegt. Das ist dann epic. Weil ich glaube, soweit ich weiß, korrigiert mich, ich glaube Peter Cullen, glaube ich, sprach K und das ist nicht so ein unbekannter Sprecher. Ich glaube, den haben sie dafür nochmal kriegen können. Ich glaube, irgend so ein Scheiß war das. Aber wir haben bei uns natürlich sowieso die deutsche Fassung, so wie immer, ne? Also, Grummel, Grummel. Ja, da muss ich mir mal auf YouTube mal Stimmvergleich machen. Also das finde ich jetzt, das ist wieder episch. Auf jeden Fall. Ja, aber dann auch wieder der Gag dafür, dass das dann wieder nicht ist. Auch wieder sinnlos. Aber das Geile ist, diese ganzen Knight Rider-Geschichten, jetzt bauen wir das mal chronologisch auf, ja? Erst kam der gute Michael Knight, ja? Danach chronologisch gesehen. Obwohl eigentlich, ne, also wenn du an den Piloten denkst, ist die, also das, was sie ja später dann auch aufgegriffen haben, es gab ja vor Michael dieser, ne, eine Fahrer, der ja nicht funktioniert hat. Das haben sie ja später irgendwann nochmal aufgegriffen. Ja, also gut, chronologisch gesehen, okay. Es gab K und einen anderen Fahrer. Also soll ich mal wieder richtig einen raushauen? Ja. Also vor Captain Kirk gab's Pike. Ja, okay, das ist eine Geschichte, die ich auch nicht so ganz nahe komme. Aber wenn man jetzt chronologisch sieht, K war erst mit einem anderen Fahrer, wo Garf auch gedacht wurde. Garf hatte ja so ein bisschen dann, ne, andere Pläne. Ja, sagt man so. Aber auf jeden Fall K. Leichte so, Missverständnisse in der Familie. Leuchte. So, K weg. Danach kam Kid mit Michael Knight. Okay, weg, abgefrühstückt. Danach kam chronologisch dieser Crow mit seinem Fahrer. Ja, weg. Dann das Team Knight Rider. Alle weg. Weg. So. Warum die weg sind, kann ich. Ist eigentlich ganz, ganz simpel. Es steht in diese Fanseiten, die wurden einfach zu teuer für die Firma. Fertig. Ne? Gerade diese fünf Autos, die Milliarden kosten, nur noch fünf Männer bezahlen. Aber ist egal. So, weg. Dann kam chronologisch gesehen, also von der Zeitepoche, ihr müsst euch vorstellen, Team Knight Rider war so 95, 96. So, dann kam das Jahr 2000 und da kam ja Kid ja wieder als rote Version. So. Das zu verwechseln mit Kid die rote Edition. Genau, Special Edition. auf jeden Fall kam das dann auch weg. Der gute, obwohl ich fand den Soundtrack von dem Film gar nicht mal so schlecht, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, der war auch okay, ja. Der war eigentlich okay. So, und dann, so, jetzt haben wir Kid rot abgefrühstückt. Und dann kam halt chronologisch gesehen 2008er Version, also erstmal K und dann der andere Kid. Witzig an der Geschichte ist, wenn wir jetzt die Bösen nehmen, ganz storytechnisch, klar, cool für die Serie, wenn der echte K wieder aufgetaucht wäre. Storymäßig würde man jetzt so denken, der erste K ging schief. Crow ging schief. Obwohl Crow eigentlich weniger damit zu tun hat, ja? Aber wenn ich dann ein Auto wieder baue und er nimmt ihn wieder K, alter Verwalter, der in der 2008er Version, ist dieser alte Typ, der Papa, ne, der Chef von der Foundation mittlerweile, der hat Kid ursprünglich gebaut. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man müsste theoretisch auch K gebaut haben. Wenn das schon schief geht und ich baue nochmal einen K, würde ich mir zweimal überlegen, ihn hier so zu nennen. Und zweimal überlegen, dass ich ihn nochmal Knights automatischer reagierender Roboter nenne. Ach, hör doch auf, der Blitz schlägt doch auch nicht zweimal an der gleichen Stelle ein. Jetzt, dann guck du mal Scary Movie 4. Ja, Scary Movie 4. Der Blitz schlug zu dreimal an seinem Schlag. Ich fand den Gag eigentlich gut. Das war wieder der mit Charlie Sheen, ne? Glaube ich. Weil das. Ja, wo Charlie Sheen aber einen kurzen Auftritt hatte, nicht den kompletten. Okay, das gut. War, glaube ich, Teil 3. Egal, man kommt bei diesem total happy fun Parodiefilm gar nicht mehr mit. Also bei Scary Movie 4 war, glaube ich, was wurde verarscht? Diesen Angriff für diesen Aliens. Ach, wo diese riesen Roboter-Aliens doch irgendwie auftauchen, da angegriffen haben. Und The Village wurde verarscht und hast nicht gesehen. Und da war halt dieser Gag, wo die Tochter hat immer was abgekriegt. Da war dieser Gag, wo der Blitz eingeschlagen ist und hat die Tochter getroffen. Hat die Olle gesagt, oh, ein Blitz hat eingeschlagen. Dann sagt der Typ, ja, der Blitz schlägt nie zweimal an derselben Stelle ein. Dann geht die Tochter, robbt sich da auf der Stelle wieder hin, kommt der Blitz zum zweiten Mal. Und ich fand den Gag ja so geil.
Siehst du, eigentlich war der Film scheiße, aber ein paar Gags waren gut. The Village fand ich auch gut, die Verarsche. Und vor allem am besten am Ende des Films diesen legendären Auftritt, wie heißt er, der Schauspieler von Mission Impossible nochmal. Hilf mir mal, du kennst den. Der Schauspieler von Mission Impossible. Du meinst nicht Tom Cruise. Tom Cruise, doch seinen legendären Auftritt, war das bei Oprah? Wo er sich so auf der Couch so ein bisschen so total ab. Ja. Das haben die natürlich parodiert. Ne? Das braucht man nicht parodieren, das kann man im Original zeigen. Ich weiß, es ist eigentlich eine Parodie an sich. Ja, aber das war witzig. Nee, aber das war meine Night Rider-Erfahrung und ich habe sie eigentlich genossen, wobei bei 2008, da war ich doch, da war doch leider schnell die Luft raus. Also, man muss sagen, das war jetzt nicht eine totale Kackserie, aber... Nee, die hatte, glaube ich, 3 oder 4 Staffeln, ne? Nee, nur eine. 18 Folgen und dann weg damit. Oder so. Echt? Ja. War das doch so wenig? Ah, sicher. Ich meine, 2 Staffeln oder haben wir Deutsche das? Ich glaube, wir haben es wieder in 2 Teilen gekriegt. Einmal haben sie wieder mitten drin aufgehört. Das ist das normal. Da hat übrigens auch mal irgendeiner so ganz klugscheißerisch gefragt, warum ist das eigentlich so, dass Serien in Deutschland nicht mehr ankommen? Ja, A, entweder ist mit Werbung zugebombt, mit Gewinnspielen zugebombt oder wird nicht so ausgestrahlt, dass man sich gucken kann. Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich manchmal sowieso nicht in voller Länge sind. Ja. So treiben wir auch die Leute in die Hände von Netflix und Co. Ja, diese geile Geschichte mit Werbung hast du nicht gesehen. Oh, da freue ich mich immer. Mhm. Aber so vom Spiel her ist eigentlich eine schöne Fassung zum Quatschen. Wobei ich jetzt, wenn ich die so sehe, muss ich wirklich an die PlayStation 2 Fassung denken. Die so, Das ist übrigens der Hinweis. Ihr könnt Sony-Produkte dem Alpha Chief zu Weihnachten schenken. Da macht sich einer ein bisschen was unbeliebt. Also ich habe nichts gegen das Sony-Konsole, aber dass du mich damit immer festnagelst, ist mir... Du bist doch ein bekennender Sony-Fanboy, jetzt hör doch mal auf. Alter, schaust nicht meine Videos, kann das sein? Das tun meine Leute auch nicht, aber... Ich weiß wenigstens das, was du zockst, und du anscheinend nicht mehr, außer Deus Ex. Ja, siehst du, das war PS3, oder nicht? Alter. Siehst du? Du machst mich ganz fertig, ne? Jetzt machst du mich aber. Siehst du, hier? Sony Fanboy erkannt. Ja? Das war doch nicht auf der PlayStation. Nein, ich weiß. Der ärgert mich hier immer. Ich werde hier gemobbt. An der Stelle. Das übrigens, soll das der LKW sein? Der Semi? Ja, das ist der Semi. Warum kannst du nicht an dem rein? Warum sollst du nicht an dem rein? Der macht nicht auf. Dann schieß ihn ab. Ich kann auch nicht schießen. Ich verstehe jetzt den Sinn nicht. Muss ich auch nicht, überholen. Aber immerhin haben wir den Wagen mal gesehen. Das ist gut, das ist gut. Vor allem, du hast immer diesen schönen Semi gesehen, aber der Fahrer, ne, der hatte das, nie einen. Lief das nicht auch automatisch, die Kiste? Ich meine, da war... Ja, doch, stimmt, der Semi war auch so eine KI, so eine kleine KI im Kit-Vergleich. Ich glaube, ja, der sollte auch einfach nur eine Kopie sein. Ich glaube, so ein Scheiß war das. Mhm. Ja, das war sozusagen Knight Rider in a nutshell. Mal gucken, wo ich dich bei den nächsten Lizenzsachen noch hinschleppe. Da gibt's ja mit Sicherheit noch tolle Games von tollen Lizenzen. Also wenn du irgendwo... Oh, wie spreche ich das richtig aus? Wing Spector besorgst, dann... dann bin ich dabei. Was? Kennst du nicht, ne? Guck dir diese Sekunde. Wing, ich glaube Wing oder Wind Spector. Das war... Kannst du dich vielleicht dran erinnern? Ist eine japanische Serie à la Power Rangers im Prinzip, wo so ein Polizist so einen weiße Karre hat und er konnte sich in so eine Art Roboter verwandeln. Da war so ein roter Roboter im Prinzip, also er selber. Und ich könnte dir einen Kompromiss anbieten. Jetzt, wenn du jetzt nochmal ankommst mit Barbie, nicht Barbie, hier, wie heißt die? Ja, ist ja fast wie eine Barbie. Wie heißt die Olle? Welche Olle? Mit dem Shopping. Welche Olle mit dem Shopping? Mit dem Shopping-DS-Spiel, was Gamecube mal, weißt du doch, wo die doch gesucht haben bei Google. Wie hieß die Olle nochmal? Gina Lisa. So. Ach, Gina Lisa. Ich dachte, du meinst jetzt hier die Katzenberger oder so. Also. Nein. Die kann... Nein, wir können uns auf einen Kompromiss einigen. Wie wär's mit Inspector Gadget? Das ist doch jetzt total... Boah, Inspector Gadget habe ich gehasst, ne? Aber auch hier. Den habe ich gehasst. Sie ist ja mitten in die Wunde. Ich hasse die Serie. Entschuldigung für jeden, der die Serie liebt. Ich hasse sie. Ich fand die auch nicht gut. Ich fand, das lag vielleicht daran, ohne diese Supernichte wäre der ja 17.000 Mal im Arsch gewesen.
Stimmt. Das war so sinnlos. Weil dieser Inspektor Klosowitz mit dem Bio hasse nicht gesehen zusammenpacken. Nee. Ich hab die Serie gehasst. Oh, das glaubst du jetzt nicht. Ich krieg jetzt schon, guck mal, kommt jetzt schon Galle hoch, ey. Ja, dann weiß ich, was wir als nächstes machen. Oh, dann können wir nicht Mega Man machen. Ich fand die Mucke da auch geil. Also die ProSieben-Version, ne? Mega Man, red ich jetzt, ne? Jetzt geht's langsam in die Albtraumabteilung. Wieso Albtraum? Die Serie. Man musste Mega Man wirklich eine Cartoon-Serie haben. Da können wir lange drüber. Das war wenigstens schön im Vormittagsprogramm. Bevor alles wegkam. Wie war's mit Captain Planet? Boah. Oh, bitte dann den Typen mit der Liebe. Und damit meinen wir nicht den Herrn Tutorial. Oh, der könnte gut da reinpassen. Ich hab so ein Herz für euch. Ja, Grüße an Dingenskirchen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende angelangt. Dann danke ich dem großartigen Alpha Schief, dass er bei Folge 1 von License to Kill dabei war. Mit Knight Rider, ne, ihr wisst, ein Mann, ein Auto, ein Mauerfall. Dankt gefälligst hier dem Hesselhoff. Ja, machen wir hier, was weiß ich, 25 Jahre hier die, was weiß ich, gefühlt 2-Jahres-Feier. Nein, Hesselhoff. Hier, nichts anderes. Nicht der Helmut. Nicht der Gorbi. Yeah, Hesselhoff. Listen. Richtig, der war im Super-Person-Mode. Genau, und hat einmal gesagt, I tear this wall down. Play my music. Dann. I'm so looking for freedom. I'm so looking so long. Hör lieber auf, sonst gibt's Content-Treffer. Ist egal, ich riskier's. Ich und David. Best Buddies forever. So, wir sind jetzt raus. Ach, natürlich. Genau. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Alle Links klicken. Ne, es ist bald Weihnachten. Abo-Button und, ne, ihr wisst. Videobeschreibung schauen. Genau, da sind tolle Rätsel drin. Sag ich so. Und ihr schafft das schon. Genau, und wenn ihr tippen mögt, dann erst recht Videobeschreibung schauen. Ich merk schon, du hast es drauf. Ja, ich bin halt YouTuber. Wir sind raus. Ciao. Ciao.